Seid ihr herzlich willkommen. Das 3-Fragezeichen-Orakel. Was denkt er? Wie fühlt er sich? Und was wird er tun? Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, dieser Orakel oder eine andere zu buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Du kannst deine Frage stellen oder beschreibst du deine Situation. Ich lege die Karten aus. Es erscheint mit Nickname in ein Video, was ich veröffentliche in meinem anderen Kanal. Meisterin des Kartenlegens. Ich bin bei diesem Beratungsvideo sehr, sehr vorsichtig. Ich erzähle nicht ausführlich, um was handelt. Niemand weiß, dass es um dich geht. Du erkennst es natürlich, weil du kennst die Nickname. Außerdem, wenn das Video fertig ist, dann schicke ich den Link zu diesem Video. Und die Beratungsvideos erscheinen in meinem anderen Kanal Meisterin des Kartenlegens. Und dieses Video erscheint am 25. Mai. Nach indischen Astrologie bewegt sich Mond in diesem Tag in Mula-Mondhaus. Und dieser Mula-Mondhaus bedeutet Fundament, Basis, verwurzelt zu sein. Und wir brauchen gerade dieses Fundament, weil auf das können wir jetzt etwas aufbauen. Wir brauchen auch einen sicheren Boden unter unseren Füßen. Also großes Thema ist Sicherheit und Stabilität. Aber wir haben eine Mond-Jupiter-Verbindung in diesem Tag, was uns unsicher macht. Es handelt sich entweder um Glück, Chancen, Möglichkeiten und diese Unsicherheit entsteht bei unseren Gefühlen, wo wir das nicht wissen, ist das gut für uns oder nicht. Soll ich das tun, ja oder nein? Darf ich das annehmen, ja oder nein? Eventuell kann um eine rechtliche Lage handeln, wo wir unsicher sind, wie das ausgehen soll. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Seinen Gedanken sehen wir ganz oben. Die Kelchen symbolisieren seinen Gefühlen und er macht darüber Gedanken. Diese Karte hat mit Vergangenheit was zu tun. Bei ihm kommen die Erinnerungen. Das kann auch Kindheitserinnerungen auch sein, entweder schön oder weniger schön. Der eine hat so erlebt, der andere hat vielleicht das anderes erlebt und können natürlich bedeuten, dass da Tränen fließen. Und oben links sehen wir, er springt nach vorne. Entweder möchte er das abschließen oder er möchte etwas in Bewegung setzen. Ganz stürmisch, ist vielleicht auch unüberlegt in seinen Handlungen und diese Erinnerungen bremst ein bisschen die Geschehen oder macht ihn unsicher. Das passt zu dieser Verbindung Mond-Jupiter heute, wo auch Unsicherheiten entstehen. Soll ich das tun, ja oder nein? Was löst es aus? Und all das hat einen großen Einfluss auf unsere Gefühlen. Und weil die Karten seinen Gedanken beschreiben, er macht auch darüber Gedanken. Er möchte nach vorne, er möchte Bewegung.
Aber etwas macht ihm unsicher und das hat mit seinen Gefühlen und mit seiner Vergangenheit was zu tun. Seinen Gefühlen sehen wir in der linken Seite. Dieser Turm bedeutet Umbrüche, Veränderungen. Und in dieser Phase befindet sich er. Er möchte die Vergangenheit abschließen, weil er weiß genau, wenn das ihn aufhält, dann geht gar nichts voran. Also hier kommen die Veränderungen bei ihm. Ich würde sagen, es sind notwendige Veränderungen. Und unten sehen wir schon die Sternenhimmel. Es kommt eine Wende, zeigt auch die Zeitqualität. Es ist der richtige Augenblick, etwas zu verändern, damit alles vorangeht. Und die Sternen bringen auch Glück. Was wird er tun, das erscheint in der rechten Seite? Sehen wir die Bewegung, die eine Ufer hat er schon verlassen. Das sind diese Umbrüche und Veränderungen, die Vergangenheit abschließen. Er steuert alles in eine neue Ufer, was noch gar nicht sichtbar ist, aber zeigt schon Veränderungen, genau wie dieser Schicksalsrad unten. Es dreht sich alles in eine neue Richtung. Und das ist schon sein Wunsch, diese Veränderung. Hat aber mit dir auch was zu tun, mit euren Liebe auch was zu tun. Was euch verbindet, das sehen wir in der Mitte. Das sind Buchstaben und alte Schreibweise, die sogenannten Rovas-Iras. Das kommt aus dem ungarischen Sprachraum. Heute haben wir die Buchstabe S, wobei in Ungarn dieser Buchstabe als Sch ausspricht, so wie in deutschsprachigen Raum SCH, genauso wird es ausgesprochen, wie zum Beispiel Stuttgart, wobei Stuttgart man nicht mit SCH schreibt, aber so wird es ausgesprochen. Wenn dieser Buchstabe erscheint, dann ist das ein Esch, so wie im deutschsprachigen SCH. Was fällt dir ein bei diesem Buchstabe? Kannst du gerne im Kommentar schreiben. Was mir einfällt, Sarah, Sebastian, Stuttgart oder Segen, wobei die Aussprache anderes ist wie Sch. Und die alte Schreibweise ist in der Mitte und das hat eine symbolische Bedeutung. Das ist wie ein Zelt und symbolisiert unser Zuhause und ist im Einklang mit dem heutigen Mondhaus Mula, die Basis, die Fundament, die Sicherheit und Stabilität. Und das finden wir oft zu Hause oder in familiären Verbindungen. Bei Germanen gibt es auch so Buchstaben und alte Schreibweise. Das sind die sogenannten Runen. Ich habe Ähnliches gefunden und das sehen wir unten links. Und diese Fackel bedeutet die Feuerelemente. Der eine hat zerstörerische Energie, etwas verbrennen, hinter uns lassen. So ähnlich wie oben die Kelchen, die zeigen Vergangenheit und das sollte man abschließen. Und hier bei dieser Rune auch symbolisch verbrennen. Und das bedeutet einige Dinge loslassen, Rücken zeigen. Und die andere Seite dieser Feuerelement zeigt etwas aufbauen, die Begeisterung, die Kraft, die Mut, etwas Neues zu wagen. Und diese Karte ist so ähnlich wie
rechts, wo die eine Ufer wir verlassen und steuert sich alles in eine neue Ufer. Die zwei Feuerelemente, etwas hinter uns lassen, symbolisch verbrennen und dann etwas aufbauen mit Begeisterung. Die Tagesenergie sehen wir unten rechts. Hier ist ein Treffen und das wäre vielleicht gut, mit anderen kommunizieren oder einen Austausch zu haben, mit anderen verabreden und treffen. Im klassischen Tarot würde diese Karte bedeuten, befreit zu sein von die Enge, aber ich orientiere mich immer auf die Bilder, was dieser Bild für mich entspricht und das ist für mich mit Freunden treffen oder in Familie mit anderen zum Sprechen, eine Einladung oder jemand besuchen oder mal in einem Café mit anderen treffen. Kann auch eine Gruppe sein mit gleichgesinnten Menschen und schön harmonisch, angenehm, ein Austausch bedeutet das für mich. Und das war das 3-Fragezeichen-Orakel. Wenn dir dieser Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst. Du kannst deine Meinung schreiben im Kommentar oder schreib dazu, was bedeutet dir dieser Buchstabe oder diese Rune oder welche Treffen hast du gerade. Du kannst gerne mich besuchen in Facebook-Seite Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici. Dort erscheint täglich die Maya-Kalender. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.